sie mir alles kauft, was ich schreiben kann. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge für Chefkiss. In 3 Sekunden den Daumen nach unten schlagen, die Glocke anzuschalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, macht ein Stift-Emoji in die Kommentare. Und wir legen jetzt mal los. Und ich erkläre euch mal, wie das überhaupt funktioniert. Denn so einfach machen wir das der Ava nicht. Schaut mal, wir haben hier ein Glücksrad. Und zwar muss die Ava erst am Glücksrad drehen und dann haben wir hier noch ein Scrabble-Set. Und die ganzen Buchstaben aus dem Scrabble-Set liegen hier verdeckt. Und je nachdem, welche Zahl Ava er dreht, so viele Buchstaben darf sie sich da wegnehmen und aus denen darf sie dann ein Wort formen. Ich bin so aufgeregt. Ob du das überhaupt schaffst, ob du was Gescheites hinkriegst? Dann würde ich sagen, die erste Runde beginnt. Drehe! Dreh, dreh, dreh! 18 Stück kannst du dir wegnehmen. Okay. Na, dann fangen wir an zu zählen. 1, 2, 3. Oh Gott, kannst du das überhaupt halten? 18. Ich habe richtig gute Buchstaben bekommen. Da ist zum Beispiel Car, aber ich habe ja noch keinen Führerschein. Nur Legoland-Führerschein. Dann sortier du mal in Ruhe und guck mal. Wisst ihr was, weil der Ian aus Irland ist und die Ava Deutsch und Englisch spricht, darf sie deutsche und englische Wörter nehmen. Ja? Okay. Ich kann so ist das okay, sehen. Abby? Ja. 3. Hey, cool. Okay. Besser als Car. Auf jeden Fall günstiger. Ja. Günstiger stimmt. Nicht so gut wie eine Tesla. Okay. Aber auf die andere Seite, ich kann eine Tesla nicht nehmen. Stimmt. Wenn ich dusche, kann ich keine Tesla mitnehmen. So. Vielleicht, wenn du einen Tesla hättest, müsstest du nicht so oft duschen, weil du dann nicht so rennen musst. Vielleicht, das ist genau meine bessere Dinge als eine Tesla. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen los, ja? Yay. Wir sind gerade in Frankfurt und ich habe eine Idee, wo das allererstes hingehe und die haben da die beste Zeit. Paradies, oder? Ja. Boah, das ist ja süß. Aber ich wollte Seife, das ist ein Badebaum. Dann guck mal, ob du Seife findest, mein Schatz. Da ist man da. Ich guck mal da. Okay. Stell dir mal vor, du würdest das ganze Ding mitnehmen. Oh, das wäre echt viel. Aber ich glaube, da hätten wir noch ein Jahr Zeit. Oder auch zwei, ja. Das würden wir nicht auf einmal leer kriegen. Na dann such dir mal ein Stück Seife aus. Erdbeeren sehen echt süß aus. Okay, dann nehmen wir die Erdbeere. Dann kannst du dich anstellen. Komm. Und Papa kauft dir das jetzt. Ja, haha. Ich bin so aufgeregt. Die ist aber auch wirklich schön. Auf jeden Fall. Das ist der beste Laschdow jemals. Und ich liebe Lasch. Da hast du was Gutes zusammengeschrieben vorhin. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du als nächstes schreibst. So, wir sind zurück und hier ist meine Seife. Ich pack die mal aus. Eine Erdbeere. Mama? Ja? Wie viele Runden machen wir eigentlich? Keine Ahnung, kommt drauf an, wie teuer es wird. Wenn du nur Seife drehst, vielleicht 5 oder 6. Okay, wir legen diese Buchstaben wieder zu den anderen. Und dann drehe ich wieder das Rad. 25. Ach du meine Güte. Okay, ich glaube, diese kann ich nicht stapeln. Dann hol dir mal 25 raus. Sehr gut, okay. Dann setz dich mal wieder hin, dreh sie um und wir gucken, was du bekommen hast. Okay, ich schiebe dich erstmal dahin. Genau, mach mal. Okay. So, kann Mama, kannst du mir ein bisschen helfen? Okay, dreh mal rum. Hey, ich bin zurück. Okay. Okay. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Okay. Okay. Vielleicht könnt ihr eine Jade kaufen. Warte, ich sehe ein ja. J, ein A, sehe ich ein D, D, E. Ihr könnt mich kaufen, aber ich stehe nicht zum Verkaufen. Okay, ich glaube, dass wir werden ein Wolf kaufen. Ha. K, okay. Wir werden ein K kaufen. Ein K. Ja. Wir werden in ein Geschäft reinlaufen und sagen, können wir bitte ein K haben, Dankeschön. Das wäre, die würden uns einfach so angucken, so.
Genau so. Okay. Ja. Okay, ein bisschen Platz hier, okay. Cool! Okay, okay, für dieses Video, ich werde es machen, wenn es umsonst ist. Du sollst es kaufen, nicht tragen. Okay, wir gehen jetzt für die Ava ein Kleid kaufen. Los! Mir ist so kalt. Eigentlich würde ich mir lieber eine Jacke kaufen, anstelle ein Kleid. Ich habe Kleid geschrieben, also kauf mir jetzt ein Kleid bei H&M. Ich bin so aufgeregt. Meinst du, du findest überhaupt was? Ja, ich habe keine Ahnung. Immer was. Und hier ist die Kinderabteilung. Jetzt müssen wir die Mädchen finden in deiner Größe. Das gefällt mir, aber ich guck noch ein bisschen. Guck mal, das ist ein Einhornkleid. Ja. Oh, das ist ja schön. Aber noch mit Kleid, ja? Schaut mal, wie schön das ist. Dieses Rosa ist sehr schön. Das ist doch sehr schön. Hier ist so eine große Auswahl. Das Kleid gefällt mir. Okay. Oh, dieses Kleid sieht so schön aus. Ian war schon mal in der Schlange, weil hier so viel los ist. Das ist wirklich hübsch. Kannst du nachher mal anprobieren zu Hause, ja? Cool. Hier ist so viel los. Der Papa hat sich schon in die Schlange gestellt. Das war super clever. Zum Glück hatten wir gerade ein Kleid gefunden, sonst hättest du wieder rausgehen müssen, ja. Wuhu. Das ist das Kleid, das ich mir gekauft habe. Ist es nicht schön? Ich liebe es. Da ist meine Ausbeute und ich drehe jetzt nochmal. 10 ist nicht schlecht, okay. 1. Du. Glaube, ich sortiere erst. Und der Papa ist irgendwie verschwunden. Ich glaube, er ist traurig, dass er keinen Tesla bekommt. Oder Lego. Ich habe eine gute Idee. Ich habe einen Hut. Hut. Magst du einen Hut kaufen? Nein, danke. Okay, aber oder ein? Mhm, de. O. Mhm. N. Ja. N. U. T. Donut. Lecker. Ich weiß, wo es die besten Donuts gibt. Und zwar bei Dunkin' Donuts. Und da gehen wir jetzt hin, oder? Dann los. Diese Donuts sehen echt lecker aus. Ehrlich? Willst du dich nicht erstmal richtig umgucken? Vielleicht hab ich welche. Ach stimmt, die sind rosa. Die sind auch rosa. Hallo. Nein, danke. Du musst noch auf deinen Donut warten, mein Schatz. Ich will den jetzt unbedingt probieren. Das sieht so lecker aus. Mama, das musst du mal probieren. Okay. Der ist sehr lecker. Danke fürs Teilen. Bitte. Donut habe ich schon gefuttert. Jetzt geht's in die nächste Runde. 10. Wieder. Aufdeckenzeit. Aber kein in E, aber kein S. Oh mein Gott. Sonst hätte dein Papa jetzt hier die Show wieder gestohlen. Ja, genau. Was? Wo kommst denn du her? Da ist kein S. Nein, da ist kein S. Okay, gut. Oh, Pet. Das ist ja vielleicht billiger. Ist ein Z? Pets? Pets. Du, weißt du, wie diese Pets-Dispenser? Pets. Oh, sorry. Oh, Gott. Das wäre auch eine Idee. Ja. Ich glaube, Jet war besser. Ja, ich glaube auch. Pets. Baby. Wir müssen eine Haustier kaufen. Ja. Aber wir haben nicht gesagt, dass lebende Sachen gekauft werden können. Ich hab's geschrieben, jetzt kaufen wir's. Ich freue mich so, ich bekomme ein Haustier. Wird es Katze sein, wird es Hund sein, wird es Hamster sein, wird es Fisch sein. Boah, da gibt es so viele Tiere. Ich kaufe einen Fisch und guck mal das da an. Das ist ein sehr interessanter Fisch. Ich glaube, das ist ein Teddy. Der ist ja wirklich goldig. Oh, guck mal, wie der da frisst. Süß, oder? Sehr süß. Mama, ich kann
habe gerade darüber nachgedacht, einfach so ein Haus zu kaufen, nur für ein Video, ist keine gute Idee. Aber ich habe eine Idee. Soll ich okay. dir zeigen? Ja, unbedingt. Komm mit mir. Okay. Ich bin mir sicher, dass ich hier ein gutes Haus hier finde. Na, was guckst du dir an? Nix? Okay. Kannst du leider vergessen. Ja, vor allem ist es kein Haustier. Oh ja. Ich wollte schon immer mal ein Vogel und hier ist ein echter Ventilator. Das ist doch mal eine super Idee. Ian, Spinnen fallen nicht unter Haustiere. Danke schön, das ist eine Frosch. Ach so. Gott, ja. Bin ich blind? Da ist ein Häschen. Ava, du könntest dir auch für viel weniger Geld einen Hasen holen. Oh, aber ein Vogel macht mehr. Fast wie ein echtes Tier. Ja. Cool, hä? Boah, der kann sprechen. Ist auf jeden Fall besser als ein echtes Tier zu kaufen. Jetzt drehe ich das letzte Mal am Glücksrad. Okay, los geht's. Nein. Wieder 10. Oh je, boah. Wieder gar nicht so viel. Dann guck mal, was du hier findest. Das sind aber komische Buchstaben, Avi. Kann man da überhaupt was? Tia? Mal schauen, das wird schwierig. Ich glaube auch, das ist. Was? Schwierig? Ich bin wieder da. Du bist wieder da? Oh, ich habe das Wort schwierig gehört. Du meinst deswegen du? Deswegen bin ich hier. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was heißt du? Avi? Avi? iPad. iPad. Ein iPad? Ja. Wir müssen ein iPad kaufen. Die sind nicht fertig. Avi, erst bist du ein Tier, ein Haustier und dann ein iPad. Ah, genau, das sagt bei dir piept's wohl. Nee, nicht wirklich, Avi, oder? Okay. Ich mein's ernst. Ich hätte kaum glauben, dass wir jetzt zum Assis durchgehen. Rein mit dir! Okay, super Idee. Gefällt dir das? Ist schön groß, gell? Ich guck mal weiter und ich freue mich so, endlich ein iPad zu haben, dass ich mich teilen muss. Mal schauen, wie es aussieht. Hast du ein gutes gefunden für Ava? Ja. Das ist irgendwie noch größer, oder? Ja, deswegen ist das die beste. Weil das die größte ist, das denkt der Ava. Gefällt dir das? Ich glaube, dem Papa gefällt es auch sehr. Pfoten weg, das ist nicht für dich. Ich glaube, du musst nachher gut auf dein iPad aufpassen, ja, Schnecke. Meinst du das da? Das ist echt schön. Da wird er bezahlt. Ich bin so aufgeregt. Oh. Das ist mein Lieblingsteil. Langsam. 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 Oh, nein. Das hat 500 Euro hey, okay, die du musst da. Wow. 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 Ich werde das für dich halten. Und dann sage ich später, ob es funktioniert hat. Oh, Mano, das ist schön. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Und jetzt würde ich ganz doll aufpassen, Avi, dass der Papa damit nicht wegrennt. Wow. Ist das deine Dinge da aus Boden? Okay, das war bestimmt der beste Tag meines Lebens. Meinst Yay! Du? Dann hoffen wir, dass ihr Spaß mit uns und unserem Video hattet. Ja. Lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Hier und hier könnt ihr noch jeweils ein Video von uns sehen. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!